Dorotabo ist ein rachsüchtiger Yokai-Geist, entstand aus dem unglücklichen Geist eines ehemaligen Reisfeldbesitzers, der zurückkehrte, um sich an denen zu rächen, die sein Reisfeld durch Nachlässigkeit und Unwissenheit ruiniert hatten. Der Mythos besagt, dass Dorotabo jede Nacht als verrottener Leichnam aus seinem Grab kam, bedeckt mit Schlamm, mit nur einem Auge und drei Fingern, die die drei Hauptlaster darstellen: Zorn, Gier und Unwissenheit. Der Geist ging durch die mit Gestrüpp bedeckten Felder und rief mit trauriger Stimme: Gebt mir mein Reisfeld zurück! Dies diente als Warnung für diejenigen, die ihre Reisfelder vernachlässigten und dafür eine Strafe riskierten. Er würde das Reisfeld und die Menschen seiner Umgebung für immer verfolgen. Und zwar so lange, bis der Täter seine Tat bereut oder das Land an jemand verkauft, der sich um das Reisfeld kümmert. Reis ist in Japan ein Grundnahrungsmittel. Man sagt, der Dorotabo sei eine Manifestation des Zorns derjenigen, die hart gearbeitet haben, um ihn anzubauen. Das Erscheinen eines Dorotabo ist eine Warnung an diejenigen, die die Reisfelder vernachlässigen, da sie die Arbeit eines ganzen Lebens darstellen.